Guten Tag, Mr. und Mrs. Rogers. Guten Tag, Fred. Jim Spode ist da mit den ersten Gästen. Die nächste Partie kommt gleich hinterher. Ach du meine Güte schon. Hast du nichts vergessen? Na, wo werde ich denn? Zitronen, junge Seezunge, Sahne, Eier, Tomaten, Butter, das wär's doch, oder? Das wird schon stimmen. Ich weiß nicht, wo ich zuerst anfangen soll. Kein Personal für morgen früh und heute Abend schon das Haus voll Gäste. Nun reg dich doch nicht auf, Essen, das klappt ja alles. Findest du es hier nicht schon ganz hübsch, Fred? Reiche Leute mögen ja solche Räume. Reiche Leute sind überhaupt ein komisches Volk. Das war ein komischer Mann, der sich die Villa gebaut hat. Erst gibt einen Haufen Geld dafür aus, dann kriegt das Sattel und verkauft alles wieder. Ich kann nicht verstehen, dass Mr. Kant sich hier angekauft hat. Ausgerechnet auf einer Insel. Nun hör auf damit und schaff das Zeug in die Küche. Die Gäste können jeden Augenblick kommen. Wenn sie heraufgeklettert sind, haben sie gleich einen Grund zum Trinken. Wie gewisse andere Leute auch, die ich kenne. Das ist Jim. Ich fahre gleich mit ihm zurück. Zwei von den Herrschaften sind drüben in den Autos angekommen. Ich brauche morgen 8 Liter Milch und 5 bis 6 Brote. Vergiss das nicht. Ja, mach ich. Vergiss das Öl für die Lichtmaschine nicht. Ich muss die Batterie aufladen, sonst sitzen wir im Dunkeln. Es ist auf der Bahn liegen geblieben. Morgen früh bringe ich das Erdnuss mit dir rüber. Nun kümmere dich ums Gepäck, ja? Mach ich. Hier ist die Liste, Tom, wer alles kommt. Danke, mein Kind. Aha. Na, eine besondere Gesellschaft scheint das ja nicht zu sein. Miss Claythorne, das ist wohl die Sekretärin, ne? Sekretärin kann ich nicht leiden. Die sind noch schlimmer als Krankenschwester, immer hochgestochen. Dienstboten sind Luft für die. Hör auf und mach, dass du in deine schöne Küche kommst. Für meinen Geschmack sind da viel zu viele moderne Geräte drin. Wären wir also. Schön ist's hier. Wunderschön. Miss Claythorne. Ach, Sie sind Rogers. Jawohl, Miss. Ich wünsche einen guten Abend. Guten Abend, Rogers. Holen Sie bitte mein Gepäck herauf und auch das von Captain Lombard. Sehr wohl, Miss. Waren Sie schon mal hier? Nein, aber ich habe viel von dem Haus gehört. Mein alter Freund Johnny Brewer hat sich's gebaut. Das ist eine ziemlich traurige Geschichte. Eine Liebesgeschichte etwa? Eine grausam traurige Liebesgeschichte. Johnny war ein steinreicher Mann und hatte sich bis über die Ohren in ein wunderschönes Mädchen verliebt. Und er heiratete sie und kaufte die ganze Insel und baute ihr dieses Haus. Das klingt ja wirklich sehr romantisch. Der arme Johnny. Er bildete sich ein, dass er sie halten konnte, wenn er sie von der übrigen Welt völlig abschnitt. Nicht einmal ein Telefon gestattete er ihr. Ich weiß, wie es weitergeht. Das schöne Mädchen hatte seinen goldenen Käfig satt und eines Tages war sie auf und davon. So ist es. Und Johnny ging zurück in die Wall Street und machte aus lauter Verzweiflung weitere Millionen. Und das Liebesnest hier, das verkaufte er. Und jetzt sind wir also da. Mhm. Ich müsste mich eigentlich gleich Mrs. Kant vorstellen. Ob wir uns nicht was zu trinken nehmen können? Was meinen Sie? Ich bin ganz ausgedörrt. Warum nicht? Mir ist ziemlich heiß geworden bei dem steilen Aufstieg. Was darf ich Ihnen geben? Danke, ich trinke nichts. Wenigstens nicht im Dienst. Ja, eine tüchtige Sekretärin ist aber doch immer im Dienst. Aufregend ist das. Was ist aufregend? Ja, das alles hier. Der Geruch des Meeres, die Möwen, die felsige Küste, dann dieses merkwürdige Haus. Die Sache fängt an, mir Spaß zu machen. Ich glaube, die macht uns beiden Spaß. Auf ihr Wohl. Sie sind bezaubernd. Wo ist eigentlich Mrs. Kant? Mr. und Mrs. Kant werden nicht vor morgen früh aus London zurück sein. Nicht vor morgen, aber... Ich dachte, Sie wüssten Bescheid, Miss Claythorne. Übrigens, ich habe hier das Verzeichnis der Gäste, wenn es Sie interessiert. Danke. Das zweite Boot ist eben angekommen. Große Gesellschaft und die Gastgeber bleiben aus. Merkwürdig. Bitte seien Sie nett und helfen Sie mir, ja? Mit dem größten Vergnügen. Zu dumm, dass wir beide allein mit dem ersten Boot gefahren sind und alle anderen Gäste kommen erst mit dem zweiten. Vielleicht war das ja gar kein Zufall. Sie haben doch nicht etwa... Doch, habe ich. Ich habe dem Bootsmann einen kleinen Wink gegeben, dazu 5 Schilling Trinkgeld und schon sprang der Motor an. Das hätten Sie nicht tun sollen. Wieso? Fanden Sie die anderen so besonders unterhaltend? Der junge Mann sah ganz nett aus. Ein unreifer Bursche. Zu jung. Sehr unreif. Ah, Sie glauben, ein Mann in den 30ern sei auf jeden Fall anziehender. Das glaube ich nicht. Das weiß ich. Traumhaft. Hallo. Ein traumhaftes Plätzchen haben Sie sich hier ausgesucht.
Ich bin Mrs. Kants Sekretärin. Mrs. Kant ist leider in London aufgehalten worden. Ich fürchte, sie wird vor morgen früh nicht hier sein. Schade. Darf ich bekannt machen? Captain Lombard, Mr. Marston, Anthony Marston. Möchten Sie was trinken? Ja, ja, danke, sehr gerne. Bitte ein Whisky. Ein zauberhaftes Plätzchen haben Sie hier. Ich bin Mrs. Kants Sekretärin. Mrs. Kant ist leider in London aufgehalten worden. Ich fürchte, sie wird von morgen früh nicht hier sein. Boah, genug? Traumhaft. Guten Abend. Guten Abend. Ich heiße Lombard. Möchten Sie auch ein Gläschen, Mr. Davis. Ja, Mr. gerne. Mr. Davis, Mr. Master. Freut mich, Sie kennenzulernen. Dankeschön. Ein ziemlich steiler Aufstieg hier herauf. Aber es ist ja auch eine herrliche Aussicht, diese Höhe. Erinnert mich direkt an Südafrika, diese Landschaft. So, an Südafrika? Welche Gegend denn? Ach, wenn Sie die Gegend bei Durban etwa. Ach, nee. Kennen Sie Südafrika? Ich? Nee. Ich komme nämlich gerade von da, ich bin da zu Hause. Muss ein interessantes Land sein. Ach, das herrlichste Land der Welt. Gold, Silber, Diamanten, alles, was der Mensch begehrt. Und General Mackenzie, wenn ich nicht irre. Ich bin Mrs. Kant's Sekretärin. Mrs. Kant ist leider in London aufgehalten worden. Ich fürchte, sie wird vor morgen früh nicht hier sein. Darf ich vorstellen? Captain Lombard, Mr. Marston und Mr. Davis ist mein Name. Danke sehr. Sind Sie im Wehrdienst, Captain? Ich habe bei der Schutztruppe in Afrika gedient. Ja. Aber jetzt im Frieden wurde mir das zu langweilig. Ich habe den Dienst quittiert. Schade. Danke, danke. Genug. Bitte sehr. Wo ist Mrs. Kant? Miss Brent, wenn ich nicht irre. Ja. Ich bin Mrs. Kants Sekretärin. Mrs. Kant ist leider in London aufgehalten worden. Ich fürchte, sie wird vor morgen früh nicht hier sein. Ach, ich muss sagen, das ist aber doch sehr merkwürdig. Hat sie den Zug versäumt? Vermutlich. Ach. Wünschen Sie eine kleine Erfrischung? Nein, danke. Darf ich vorstellen, Captain Lombard, Mr. Marston, Mr. Davis ist mein Name. Sie haben sich ja alle schon im Boot kennengelernt. Und General Mackenzie. Was darf ich Ihnen anbieten, dann? Trockenen Martini, ein Glas Sherry oder ein Whisky mit Soda? Trinke niemals Alkohol. Wir trinken niemals Alkohol. Ich hoffe, Sie erinnern sich, junger Mann, dass Sie uns da drunten auf der Landungsbrücke einfach stehen ließen. Entschuldigen Sie, Miss Brent, es war mein Fehler. Ich finde es aber doch sehr merkwürdig, dass Mrs. Kart nicht da ist, um ihre Gäste zu empfangen. Vielleicht ist Ihr Mann schuld an der Verspätung. Mrs. Kart hat doch keinen Mann. Ja, ich würde jetzt gerne auf mein Zimmer gehen. Selbstverständlich, ich begleite Sie. Meine Frau ist oben, Miss Claythorne. Sie wird Ihnen die Zimmer zeigen. Darf ich Sie hinaufbegleiten? Dankeschön. Nein, nein. Guten Abend. Guten Abend. Die Gastgeber sind leider noch nicht da. Gestatten Sie, mein Name ist Lombard. Ich heiße Walgreif. Na, wünschen Sie etwas zu trinken? Ja, einen Whisky, wenn ich bitten darf. Gestatten Sie, Davis ist mein Name. Das ist ein zauberhaftes Plätzchen hier. Finden Sie nicht auch ganz einzigartig? Ich bin ganz Ihrer Meinung, ganz einzigartig. Bitte Ihr Glas, mein Herr. Danke sehr. Ist eigentlich mein alter Freund Badger Berkeley schon aufgetaucht? Wer bitte? Na, Badger Berkeley. Der hat mich doch verleitet zu dieser Fahrt ins Blaue. Wann kommt er endlich? Ich fürchte überhaupt nicht. Es wird niemand erwartet mit Namen Berkeley. Was? Lässt mich einfach aufsitzen, dieser Halunke? Aber die Insel ist wirklich traumhaft. Und dieses Mädchen, diese Sekretärin, einfach traumhaft. Sie können eigentlich mal ein bisschen für Stimmung sorgen, was meinen Sie? Wollen wir uns nicht umziehen fürs Abendessen? Es geht alles so ein bisschen drunter und drüber, wissen Sie, weil die
kannst noch nicht da sind. Peinlich für dir. Ein paar schöne Ferientage einfach. Traumhaft. Na ja, komm, weg. Wollen Sie sich nicht setzen? Ja, gern. Aber um es gerade herauszusagen, leider sitzen Sie in meinem Sessel. Oh, Verzeihung. Ich wusste nicht, dass Sie zur Familie gehören. Ja, das ist doch nicht der Fall. Ich bin offen gestanden zum ersten Mal hier. Aber sehen Sie, ich verbringe meine Tage im Bändenclub seit Jahren. 10 Jahre schon. Ja, und mein Stammplatz dort, der ist ungefähr wie dieser hier. Ich kann mich nicht recht daran gewöhnen, woanders zu sitzen. Ja, sowas kann leicht zur Gewohnheit werden. Bitte sehr. Ja, das kann es wirklich. Ich danke Ihnen. Ich war offen gestanden etwas überrascht über diese Einladung. Es ist mindestens 4 Jahre her, dass ich so etwas erlebt habe. Sehr liebenswürdig von den Leuten, das muss ich wirklich sagen. Mr. Wardle. Ja? Darf ich um Ihre Kofferschlüssel bitten? Ja, können Sie mir sagen, ob Lady Constance Calmington heute Abend hier erwartet wird? Lady Constance Calmington? Ich glaube nicht, es sei denn, die Dame käme später mit Mr. und Mrs. Kant. Ah, danke sehr. Gestatten Sie, General? Ja, bitte. Darf ich um Ihre Kofferschlüssel bitten? Danke, danke. Ich packe meine Sachen schon selber aus. Um 8 Uhr wird zu Abend gegessen. Darf ich den Herrn die Zimmer zeigen? Ja, bitte. Sehr. Wir sind angelangt, Sir. Sagen die Diener Bescheid. Guten Abend. Gestatten Sie, Davis, mein Name? Armstrong. Am Ende Dr. Armstrong? Ja. Dachte ich mir doch gleich. Ich vergesse nämlich niemals sein Gesicht. Ja, ich als Arzt auch nicht. An Sie erinnere ich mich ganz genau. Aus einer Gerichtsverhandlung haben Sie als Gutachter, als Sachverständiger ein Gutachten abgegeben. Wirklich? Sind Sie juristisch interessiert? Ich bin Südafrikaner und die großen Prozesse hierzulande, die interessieren natürlich jeden Kolonialmenschen sehr. Na ja, natürlich. Möchten Sie vielleicht was trinken? Nein, danke. Ich trinke nie. Stört Sie hoffentlich nicht, wenn ich es tue. Aber nein, nicht im Geringsten. Ich habe mir gerade mal die ganze Insel angesehen. Das ist ja ein zauberhaftes Plätzchen. Finden Sie nicht auch? Ja, ganz herrlich. Ich dachte mir schon, auf der Überfahrt hier ist ein Frieden wie im Himmel. Zu viel Frieden für manche Leute, möchte ich sagen. Wunderbar ruhig jedenfalls. Wunderbar für die Nerven. Ich bin nämlich Nervenarzt. Na ja, ich weiß. Sie sind mit der Eisenbahn gekommen? Nein, mit dem Wagen. Oh, sind Sie sicher so 300 Kilometer gefahren? Wie lange haben Sie gebraucht? Ich hatte keine Eile. Ich beeile mich nie. Das ruiniert die Nerven. Ein paar lause Jungs haben mich bei Amesbury beinahe in den Straßengraben gedrängt. Mit 100 Kilometer Geschwindigkeit zu überholen, ist eine Unverschämtheit. Hätte mir die Nummer merken sollen. Sehr richtig. Sehr richtig. Immer aufschreiben, diese Lümmels. Immer aufschreiben. Entschuldigen Sie, ich muss jetzt unbedingt Mr. Kant sprechen. Mr. Kant ist gar nicht da. Sie haben geläutet? Ja, ich... Würden Sie bitte mal meinen Hut in Verwahrung nehmen? Wann wird denn hier gegessen? Um 8 Uhr, in einer Viertelstunde. Anzug heute ganz nach Belieben. Und eine ziemlich angenehme Stellung, die Sie hier haben, was? Oh ja, danke. Sind Sie schon lange hier? Nicht ganz eine Woche, Mr. Davis. Ah. Da wissen Sie vermutlich auch nichts Näheres über die Leute, die hier eingeladen sind, hm? Nein. Das sind alles alte Freunde der Familie Kant, nicht? Ich kann Ihnen wirklich keine Auskunft geben, Mr. Davis. Rogers? Ja, Mr. Davis? Das ist eigentlich mein Zimmer. Ich möchte mich
Ja, ein bisschen frisch machen. Ich zeige es Ihnen. Lässt du dich auch mal wiedersehen? Du könntest wenigstens die Gläser waschen. Ich stehe da, soll ein Abendessen mit 4 Gängen richten und keiner hilft mir. Mit wem hast du dich denn eben unterhalten? Mit einem aus Südafrika, Davies heißt er, nichts Besonderes dran. Tut so, als wäre er Millionär. Aber du müsstest mal seine Wäsche sehen, billiger geht's nicht. Da waren mir doch die Leute in unserer Pension lieber. Es ist doch keine Art und Weise, wie man uns hier behandelt. Heute schon Haufen Gäste, morgen kommen erst die Zimmermädchen. Für was hält man uns eigentlich? Immerhin, es gibt gutes Geld. Ja, hoffentlich. Aber das eine sage ich dir. Du kriegst mich nie wieder dazu, eine Stelle anzutreten ohne Vorschuss. Wenn ich dir doch sage, das Geld ist sicher, was willst du eigentlich noch? Ich will mich nicht herumschieben lassen. Ich bin als Köchin engagiert. Mein Platz ist in der Küche. Die Hausarbeit geht mich nichts an. Ach, am liebsten würde ich sofort nach Plymouth zurückfahren. Geht nicht, mein Liebling. Wieso geht nicht? Weil du auf einer Insel bist, mein Kind. Man kann nicht ins Wirtshaus gehen, nicht ins Kino. Dafür gibt's eben doppeltes Gehalt. Und Bier ist ja Gott sei Dank genug im Hause. Das Einzige, was du im Kopf hast, ist Bier. Und hör auf zu keifen und verzieh dich in deine Küche, sonst verdirbt das Essen. Das ist sowieso schon verdorben. Sie kommen ja alle zu spät. Mein Essen ist überhaupt viel zu schade für die. Bin bloß froh, dass ich keine Soufflés gemacht habe. In einer Minute kann gespeist werden. Ich muss nur noch anrichten. Können Sie zwei es allein schaffen, Rogers? Selbstverständlich. Meine Frau redet zwar ein bisschen viel, aber sie schafft die Arbeit. Ein schöner Abend, nicht wahr? Ja, sehr schön. Das Wetter hält sich, wie es scheint. Kein Lüftchen regt sich. Und so warm. Gar nicht wie in England. Sagen Sie bitte, ist Ihnen dieses Kleid nicht ein bisschen unbequem? Durchaus nicht. Wieso? Ich meine, ein bisschen zu eng. Zu eng? Nein, das finde ich nicht. Also nehmen Sie mir es bitte nicht übel, meine Liebe, aber Sie sind jung, Sie müssen sich Ihren Lebensunterhalt selbst verdienen. Ja. Und keine Dame der guten Gesellschaft sieht es gern, wenn sich ihre Sekretärin auffallend kleidet. Wie bitte? Ich habe den Eindruck, dass Sie ein bisschen darauf aus sind, die Aufmerksamkeit des anderen Geschlechtes auf sich zu lenken. Wollen Sie damit sagen, dass ich anziehend wirke? Nein, das wollte ich nicht damit sagen. Aber ein Mädchen, das nichts anderes im Kopf hat, als den Männern zu gefallen, riskiert seine Stellung. Finden Sie nicht, dass Sie ziemlich unfreundlich sind, Miss Brent? Die jungen Leute heutzutage benehmen sich doch wirklich abscheulich. Abscheulich? Jawohl. Abendkleider, ausgeschnitten, wer weiß wie tief. Oder halbnackt am Strand herumliegen. Dann diese Cocktailpartys. Ja, sehen sich doch die jungen Männer von heute an. Dekadent und untüchtig. Ja, dieser junge Marston da zum Beispiel, der taugt doch nichts. Oder Captain Lombard. Immerhin ein Mann, der ein interessantes Leben hinter sich hat. Aber Abenteurer weiter nichts. Die ganze Generation taugt nichts. Absolut nichts. Sie können eben mit jungen Menschen nichts anfangen, das ist alles. Wie bitte? Ich gestatte mir die Bemerkung, dass Sie junge Menschen nicht leiden können. Jetzt hören Sie doch nicht impertinent. Bedauere, aber so denke ich nun einmal. Jetzt muss erst einmal diese Unverschämtheit ausgerottet werden. Vorher wird die Welt nicht besser. Pathologisch. Was haben Sie gesagt? Nichts. Übrigens, dieser alte Knabe da. Der sieht aus wie eine Schildkröte. Ja, ja. Naja, alle Richter sehen aus wie Schildkröten. Sir Lawrence macht da keine Ausnahme. Ich wusste gar nicht, dass er Richter war. Aber ja, er hat wahrscheinlich mehr unschuldige Menschen in den Tod befördert als irgendjemand sonst in England. Hallo. Aha. Übrigens, kennen Sie sich schon? Das ist Dr. Armstrong, Miss Brent. Ja. Und Miss Claythorne. Warum tragen Sie plötzlich eine Brille? Oh, ich habe meine Gründe. Wir sprechen gerade davon, dass dieser alte Knabe... Ich habe es gehört, aber ich glaube, er auch. Mhm. Oh, Sir Lawrence. Miss Brent. Ja, ganz richtig. Es ist da eine Angelegenheit, in der ich Sie sehr gerne um Rat gefragt hätte. Könnten wir im Augenblick hinauf... Ja, bitte, bitte, kommen Sie. Mein Wagen einfach traumhaft. Ein hochkomprimierter Sportmotor, allererste Qualität. Spezialkonstruktion, gibt nur ein paar Exemplare davon. Hole mühelos 160 Sachen heraus. Sind Sie von London gekommen? Jawohl, 320 Kilometer, habe es in gut 4 Stunden geschafft. Nicht schlecht, wie? Leider war der Verkehr zu groß, um das Tempo halten zu können. In der Ebene bei Amesbury bin ich auf gut 130 gekommen. Haben Sie mich nicht unterwegs überholt? Schon möglich. Na, Ihretwegen wäre ich bei einem Straßengraben gelandet. So?
Ach so, tut mir leid. Leider habe ich Ihre Nummer nicht erkannt, sonst hätte ich Sie angezeigt. Wenn Sie auch mitten auf der Straße dahin schleichen, wie eine Schnecke? Eine Schnecke? Meine Herren, wollen wir vielleicht einen kleinen Cocktail? Ja, gute Idee von Ihnen. Sie sehen ja traumhaft aus, einfach traumhaft. Wollen Sie auch einen Whisky, Miss Gleason? Nein, danke. Guten Abend, Mrs. Kant. Wieso Mrs. Kant? Sie wären eine äußerst anziehende Gastgeberin für dieses Haus. Flirten Sie immer so direkt? Mhm, immer. Sagen Sie mal, was tuschelt eigentlich die alte Dame da draußen mit dem Richter? Ich weiß nicht, was sie hat. Sie scheint überzeugt zu sein, dass es gar keinen Mr. Kant gibt. Halten Sie es für möglich, dass Mrs. Kant, dass die beiden nicht... Nicht verheiratet sind, meinen Sie? Schade, dass wir uns nicht schon früher kennengelernt haben. Ich hätte Sie sonst in meinem Wagen hierher mitnehmen können. Bedauermaßen, aber Miss Clayton hat über ihre Rückfahrt nach London bereits disponiert. Aber wieso? Das ist doch der reine Blödsinn, dass ich in meinem Wagen allein zurückfahren soll. Miss Clayton sucht sich selbst aus, mit wem sie zurückfährt. Schauen Sie mal, ist das nicht hübsch? Diese 10 kleinen Porzellanneger. Und hier an der Wand die alten Kinderreime. 10 kleine Negerlein, die tranken ein Glas Wein. Das erste, das verschluckte sich, da waren es nur noch 9. Traumhaft. 9 kleine Negerlein, die schliefen in der Nacht. Eins ist nicht mehr aufgewacht, da waren es nur noch 8. 8 kleine Negerlein, die gingen Kegel schieben. Eins blieb allein zurück, da waren es nur noch 7. Meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe. Die folgenden Anklagen werden gegen Sie erhoben. Jeder einzelne von Ihnen hat sich schuldig gemacht wie folgt. Edward George Armstrong. Sie sind schuld am Tode von Louise Mary Cleese. William Henry Bloor. Sie haben den Tod von James Stephen Lendor auf dem Gewissen. Emily Caroline Brent. Sie sind für den Tod von Beatrice Taylor verantwortlich. Vera Elizabeth Clayson. Sie haben Peter Hamilton getötet. Philip Lombard. Sie haben den Tod von 21 Männern eines ostafrikanischen Stammes verschuldet. John Gordon Mackenzie. Sie haben Arthur Richmond, den Liebhaber ihrer Frau, in den Tod geschickt. Anthony James Marston. Sie haben die Geschwister Combs ermordet. Thomas Rogers und Ethel Rogers. Sie sind schuld am Tode von Jennifer Brady. Lawrence John Wargrave. Sie sind des Mordes an Edward Seaton schuldig. Untersuchungsgefangene, was haben Sie zu Ihrer Verantwortung vorzubringen? Nichts Schlimmes, eine Ohnmacht. In einer Minute ist sie wieder bei sich. Ist Cognac da? Rogers, ist Cognac denn da? Ja, natürlich. Was war das für eine Stimme? Das klang ja wie... Was geht hier vor? Was für ein dummer Scherz wird hier mit uns getrieben? Wo zum Teufel kam diese Stimme her? Meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe. Die folgenden Anfragen werden gegen... Das ist entsetzlich. Ein roher, ganz übler Scherz. Sie glauben, das ist ein Scherz? Ja, was denn sonst? Ja, wer zum Teufel hat die Platte aufgelegt? Ja, das muss festgestellt werden. Mein Gott. Gestatten Sie. Gott. Erlauben Sie bitte. Oh. Essel, nein. Es ist ja alles in Ordnung. Nun nimm mich doch zusammen, Essel. Hörst du mich nicht? Sie sind gleich wieder auf dem Posten, Mrs. Rogers. Eine kleine Blutleere im Gehirn, sonst nichts. Gleich ohnmächtig? Ja. Ah, das war die Stimme. Diese furchtbare Stimme, wie das Gericht. Wo bleibt denn der Cognac? Wo bleibt der Cognac? Hier, bitte, hier. Hier. Hier, trinken Sie einen Schluck, Mrs. Rogers.
Danke. Ach, es geht schon wieder. Ganz plötzlich hat es mich gepackt. Das ist ja auch kein Wunder, diese gemeinen Lügen. Ich möchte bloß wissen, wer hat die Schallplatte auf das Grammophon gelegt? Ich? Aber ich habe nur auf Anweisung gehandelt. Ja, wer gab diese Anweisung? Mr. Kant. Ja, ich muss volle Klarheit in der Sache haben. Wie lautete die Anweisung von Mr. Kant genau? Ich sollte eine Schallplatte auf das Grammophon im Arbeitszimmer legen und die Platte würde ich in der Schreibtischschublade finden. Ja, ich dachte, es wäre, um die Herrschaften beim Abendessen ein bisschen mit Musik zu unterhalten. Das ist ja eine merkwürdige Angelegenheit. Ich schwöre Ihnen, das ist die Wahrheit. Ich hatte keine Ahnung, was auf der Platte war. Ich dachte wirklich, es wäre ein Musikstück. Ja, die Platte eine Aufschrift? Aha. Ein Zettel klebt drauf. Schwanengesang. Einfach absurd. Einfach widersinnig, diese haarsträubenden Anschuldigungen. Bringen Sie Ihre Frau zu Bett, dann kommen Sie wieder her. Jawohl. Ja, ich werde Ihnen behilflich sein. Wird sie wieder gesund? Aber ja, natürlich, ganz gesund. Also, ich weiß nicht, wie Ihnen zumute ist, aber ich muss unbedingt was trinken. Ja, ich auch. Ich hole uns was. Absurd. Einfach absurd. Möchten Sie Whisky, Sir Lawrence? Ja. Könnte ich bitte ein Glas Wasser haben? Ich hole es Ihnen. Geben Sie mir auch einen Whisky, Master. Danke. Es wird gleich wieder in Ordnung sein. Ich habe ein Beruhigungsmittel gegeben. Na, Doktor? Auf den Schreck werden Sie das sicher auch ein bisschen trinken. Nein, danke. Ich trinke niemals Alkohol. Ah ja, das sagten Sie ja schon. Sie vielleicht, General? Ja. Danke. Also, Rogers, wir müssen der Sache auf den Grund gehen. Erzählen Sie uns allen, was Sie über Mr. Kant wissen. Ihm gehört dieser Besitzer. Ja, das wissen wir. Was wissen Sie aus eigener Anschauung über Mr. Kant? Nichts, Sir. Ich habe ihn noch nie gesehen. Was, Sie haben ihn noch nie gesehen? Nein, Sir. Wir sind jetzt knapp eine Woche hier, meine Frau und ich. Wir wurden schriftlich durch ein Vermittlungsbüro engagiert. Es war das Büro Regina in Plymouth. Das ist eine angesehene Firma. Das könnte nachgeprüft werden. Haben Sie den Brief da? Ach, wegen der Anstellung? Ja. Jawohl, Sir. Danke. Erzählen Sie weiter. Wir sind am 4. hier angekommen, wie es in dem Brief steht. Es war alles in Ordnung, eine Menge Lebensmittel war vorhanden und auch sonst alles sehr schön. Ja, bloß abgestaubt musste noch werden. Ja, was geschah weiter? Nichts. Das heißt, wir bekamen die schriftliche Anweisung, die Räume auf den 8. für eine Gesellschaft herzurichten. Und gestern früh kam ein zweiter Brief. Und darin stand, dass Mr. und Mrs. Kant möglicherweise in London aufgehalten würden. Für diesen Fall sollten wir uns selber helfen und so gut wie möglich für die Gäste sorgen. Und dann standen in dem Brief noch die näheren Anweisungen für die Küche und dass ich unmittelbar vor dem Abendessen diese Schallplatte auflegen sollte. Diesen Brief habe ich auch hier, Sir. Danke. Überschrift Ritz-Hotel, Maschinenschrift. Darf ich mal? Bitte sehr. Vermutlich eine Coronation-Maschine. Modell 5, neu, ohne Defekt. Wir können den Brief natürlich auf Fingerabdrücke untersuchen, aber er ist viel zu oft angefasst worden. Wie ein kleiner Detektiv. Ja, ja. Was für merkwürdige Vornamen er hat. Ulrich Norman B. Kant. Ich bin Ihnen sehr verbunden, Mr. Marston. Sie haben mich da auf einen vielleicht bedeutenden Umstand aufmerksam gemacht. Ich glaube, es ist jetzt in der Zeit, dass wir gegenseitig unsere Kenntnisse austauschen.
Es wird für uns alle von Vorteil sein, wenn jeder genau berichtet, was er über unseren unbekannten Gastgeber weiß. Zunächst einmal sollte jeder berichten, wie er zu seiner Einladung gekommen ist. Ja, also, ich bekam einen Brief mit einer Unterschrift, die ich nicht entziffern konnte. Und da erinnerte ich mich an eine Dame namens K, die ich vor 2 oder 3 Jahren in der Sommerfrische kennengelernt hatte. Und dann deutete ich die Unterschrift als Kart. Ich bin aber absolut sicher, dass ich niemals in meinem Leben eine Person namens Kant kennengelernt habe. Haben Sie den Brief bei sich? Nein, aber ich kann ihn holen. Miss Cleason? Ich habe Mrs. Kant niemals gesehen. Ich suchte eine Stellung für die Ferien und wandte mich an die Agentur von Miss Greenfield in London. Die Stellung hier wurde mir angeboten und ich nahm sie an. Sind Sie denn nicht aufgefordert worden, sich persönlich vorzustellen? Nein. Hier ist der Brief. Danke. Sehr geehrte Miss Cleason, ich habe Ihre Adresse von der Agentur Miss Greenfield erhält und hörte, dass Sie dort persönlich bekannt sind. Mit dem von Ihnen gewünschten Geld bin ich einverstanden und erwarte Sie zum Antritt Ihres Dienstes am 8. August. Sie benutzen den Zug 12.40 Uhr ab Paddington. In Oakbridge werden Sie abgeholt. 5 Pfund lege ich für Ihre Unkosten bei. Una Nancy B. Kant. Mr. Marston. Ich kenne die Kants auch nicht. Ich bekam ein Telegramm von meinem alten Freund Badger Berkeley. Sollte hier anrollen, möglichst prompt. War etwas überrascht, weil ich mir einbildete, der alte Esel wäre in Norwegen. Das Telegramm habe ich nicht aufgehoben. Ja, danke. Dr. Armstrong? Unter den gegebenen Umständen halte ich es für richtig, mitzuteilen, dass ich aus beruflichen Gründen hier bin. Ein Mr. Kant schrieb mir, er sei in Sorge um die Gesundheit seiner Frau, genauer gesagt um ihre Nerven. Er wünschte ein Gutachten von mir, ohne dass sie durch eine Untersuchung beunruhigt würde. Und deshalb schlug er vor, dass ich mich heute als einer der Gäste hier einfinden sollte. Sie hatten von früher ja keine Beziehung zur Familie Kant. Nein. Aber Sie zögerten nicht, dieser Aufforderung Folge zu leisten. In dem Brief hat der Name eines Kollegen von mir erwähnt. Es wurde mir auch ein ganz nettes Honorar in Aussicht gestellt. Und außerdem war ich reif für einen Ferientag. So. Hier habe ich diesen Brief. Danke. Liebe Miss Brandt, ich hoffe sehr, dass Sie sich meinen noch erinnern. Wir lernten uns vor einigen Jahren im August in Billhaven kennen und es schien damals, als hätten wir gemeinsame Interessen. Nun habe ich vor, selbst ein Fremdenheim zu eröffnen, und zwar auf einer Insel dicht vor der Küste in Devon. Ich könnte mir denken, dass dieser Ort recht gut geeignet ist für eine Pension mit guter, einfacher englischer Küche. Nichts von Nacktkultur. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie Ihre Sommerferien hier auf der Negerinsel verbringen wollten, als mein Gast natürlich. Ich schlage vor, am 8. August, 12.40 Uhr, ab Paddington bis Oakbridge. Naja, die Unterschrift ist ziemlich unleserlich. Ist unleserlich? Ich persönlich hätte nichts gegen ein bisschen Nacktkultur. Und hier ist der Brief, mit dem ich hergelockt wurde, von einer alten Freundin, Lady Constance Calmington. Sie drängt mich ihr zuliebe, doch hierher zu kommen, mich mit ihr zu treffen. Die Gastgeber erwähnt sie so ganz flüchtig. Darf ich noch mal? Bitte sehr. Hören Sie, da fällt mir eben etwas ein. Ja, einen Augenblick, ja. Ja, aber es wäre doch vielleicht... Na, bitte eins nach dem anderen, Captain Lombard, wenn Sie nichts dagegen haben. General McKenzie? Ja, bekam auch einen Brief von diesem Kant. Glaubt ihn irgendwann einmal im Club kennengelernt zu haben. Ein paar alte Kameraden von mir sollten auch hier sein, hieß es. Man hoffte, ich würde diese formlose Einladung entschuldigen. Ich habe den Wisch leider nicht aufgehoben. Und nun Sie, Captain Lombard? Genau dieselbe Sache. Auch in meiner Einladung wurden gemeinsame Bekannte erwähnt. Ich habe den Brief auch nicht mehr. Unter den Namen, die von der geheimnisvollen Stimme genannt wurden, war der von William Henry Blore. Aber wenn ich nicht irre, gibt es unter uns niemand mit dem Namen Blore. Andererseits wurde der Name Davis nicht erwähnt. Was haben Sie dazu zu sagen, Mr. Davis? Das ist wohl besser, wenn ich zugebe, dass ich nicht Davis heiße. Sie sind also William Henry Blore? Ja, stimmt. Sie sind nicht nur unter falschem Namen hier, Mr. Blore. Sie sind überhaupt ein Lügner. Sie behaupten, aus Südafrika zu kommen.
Ich kenne Südafrika wie meine Westentasche und bin bereit, einen Eid darauf zu nehmen, dass Sie niemals in Afrika gewesen sind. Aber meine Herrschaften, Sie beurteilen mich völlig falsch. Ich bin Kriminalinspektor außer Diensten. Oje, oje, oje. Ich kann mich ausweisen. Ich leite jetzt ein privates Detektivbüro in Plymouth und bin mit einem ganz bestimmten Auftrag hier. Mit einem Auftrag? Ja. Von wem? Von Mr. Kant. Er schickte mir eine ganz schöne Summe für meine Spesen und wollte, dass ich sozusagen als Gast an dieser Veranstaltung teilnehme. Er schickte mir auch eine Liste der hier Anwesenden mit der Weisung, ich soll ein wachsames Auge auf sie haben. Mit welcher Begründung? Er schrieb, Mrs. Kant besäße einige sehr wertvolle Juwelen und ich solle... Offen gestanden, ich glaube gar nicht, dass es eine Mrs. Kant überhaupt gibt. Ich fürchte, Ihre Schlussfolgerung ist richtig. Ulrich Norman B. Kant, Una Nancy B. Kant. Wenn man nur die Anfangsbuchstaben liest, ergibt sich beide Male Unbekannt. Unbekannt. Das ist ja fantastisch. Geradezu verrückt. Ja. Auch ich zweifle nicht mehr daran, dass wir von einem Irrsinnigen hierher gelockt wurden. Es handelt sich wahrscheinlich um einen ganz gefährlichen, mordgierigen Geisteskrank. Wer dieser Irrsinnige auch ist. Dieser Mensch hat es jedenfalls verstanden und sich große Mühe gemacht, alles Mögliche über jeden Einzelnen von uns in Erfahrung zu bringen. Er hat sogar ziemlich viel in Erfahrung gebracht. Und aufgrund dieser Kenntnisse hat er ganz bestimmte Beschuldigungen formuliert. Das ist kein Kunststück an mir nichts, dir nichts zu beschuldigen? Ein Haufen verdammter Lügen, weiter nichts. Verleumdungen. Was will der Narr eigentlich? Was mich betrifft, so möchte ich Folgendes sagen. Unser freundlicher Mr. Unbekannt klagt mich des Mordes an einem gewissen Edward Seaton an. Ich erinnere mich genau an diesen Seaton. Er wurde mir im Jahre 1930 zur Vernehmung vorgeführt, weil er im Verdacht stand, eine ältere Frau ermordet zu haben. Bei der Verhandlung machte er einen ganz guten Eindruck. Die Geschworenen wurde auch recht geschickt verteidigt. Aber die Beweisaufnahme ergab klar seine Schuld. Die Geschworenen erkannten entsprechend. Als ich das Todesurteil aussprach, handelte ich in völliger Übereinkunft mit dem Schuldspruch. Der Mann wurde aufgrund eines rechtskräftigen Urteils hingerichtet. Ich betone hier nochmals vor allen Anwesenden, dass ich ein absolut reines Gewissen habe. Ich habe meine Pflicht getan, weiter nichts. Ich habe einen einwandfrei überführten Mörder zum Tode verurteilt. Haben Sie diesen Seaton eigentlich vorher gekannt? Ich meine persönlich. Vor seiner Vernehmung wusste ich nichts von ihm. Er lügt. Ich wette, der alte Knabe lügt. Dieser Kant ist irrsinnig. Komplett verrückt. Nicht das Geringste ist wahr von dem, was er über den jungen Richmond sagt. Er war einer meiner Offiziere. 1917 habe ich ihn einmal auf Erkundung geschickt, dabei ist er gefallen. Ich habe mir auch schon hin und her überlegt, Geschwister Combs? Es müssen wohl Kinder gewesen sein, die ich seinerzeit in der Nähe von Cambridge überfahren habe. Scheußliches Pech. Für die Kinder oder für Sie? Ich dachte allerdings für mich, aber Sie haben recht, es war auch für die Kinder scheußliches Pech. Sie stürzten aus irgendeinem Haus und liefen mir in den Wagen. Ich konnte jedenfalls nichts dafür. Es war ein Unfall. Darf ich auch etwas sagen, Sir? Schießen Sie los, Rogers. Es war die Rede von einer Miss Jennifer Brady im Zusammenhang mit meiner Frau und mir. Also kein wahres Wort ist an der Geschichte. Wir waren bei Miss Brady in Stellung, als sie starb. Sie war schon immer etwas kränklich, vom ersten Tag an, als wir zu ihr kamen. Und in der Nacht, als sie ihren Anfall bekam, da war Sturm und das Telefon ging nicht. Also konnte ich den Arzt nicht erreichen. Ich bin zu Fuß losgelaufen, um ihn zu holen, aber er kam zu spät. Wir haben wirklich das Menschenmögliche für Sie getan. Und da ist ja auch ein schönes Stück Geld dabei rausgesprungen, nicht wahr? Miss Brady hinterließ uns ein Legat in Anerkennung unserer Dienste. Und warum auch nicht, möchte ich wissen. Und wie steht's mit Ihnen, Mr. Blore? Was? Wie? Na ja, von Ihnen war doch auch die Rede. Ach so, ja, ich weiß.
Sie meinen die Sache mit Landor, der Banküberfall damals in London? Ja, ja, ich erinnere mich an den Fall. Landor wurde verurteilt aufgrund der Beweise, die Sie beibrachten. Sie waren doch der diensthabende Polizeioffizier damals, nicht wahr? Ja, das stimmt. Landor bekam lebenslänglich Zuchthaus. Nach einem Jahr starb er. Es war ein feiner Kerl. Es war ein Verbrecher. Er hatte den Nachtwächter umgebracht. Wurden Sie nicht sogar ausgezeichnet für die geschickte Behandlung des Falles? Ja. Ich bekam ein Diplom. Auch ich habe meine Pflicht getan, Sir Lawrence. Bequemes Wort. Pflicht. Und Sie, Doktor, wollen Sie uns nicht auch was erzählen? Ich verstehe die Sache beim besten Willen nicht. Der Name, der da mit mir in Verbindung gebracht worden ist, wie war er doch? Klaus oder Klees? Ich kann mich wirklich an einen Patienten dieses Namens nicht erinnern. Es ist vollkommen rätselhaft. Vielleicht ist es schon sehr lange her. Es kann natürlich sein, dass es eine meiner Operationen im Krankenhaus war. Aber viele kommen erst immer in letzter Minute. Wenn dann der Patient stirbt, ist natürlich der Arzt schuld. Na ja, und dann ist es besser, schnell umzusatteln und die Finger von der Chirurgie zu lassen. Manche lassen dann auch die Finger vom Alkohol. Ich verbitte mir das. Wie kommen Sie dazu, solche Andeutungen zu machen? Ich rühre keinen Alkohol an. Mann, ich wollte Ihnen doch nicht zu nahe treten. Dieser Mr. Unbekannt scheint jedenfalls der Einzige zu sein, der alles über uns weiß. Miss Gläser? Ich war Erzieherin von Peter Hamilton. Wir waren einen Sommer in Cornwall. Es war ihm streng verboten, weit hinauszuschwimmen. Eines Tages, als ich einen Augenblick nicht Acht gab, tat er es doch. Ich schwamm ihm nach, aber ich konnte ihn nicht mehr erreichen. Der Fall wurde gerichtlich untersucht. Ja, ich wurde freigesprochen. Auch die Mutter des Jungen hat mir nie einen Vorwurf gemacht. Danke. Miss Brent? Ich habe nichts zu sagen. Nichts? Nein, nichts. Ach, Sie behalten sich Ihre Verteidigung vor. Ach, von Verteidigung ist hier überhaupt nicht die Rede. Ich habe immer so gehandelt, wie das Gewissen es mir vorschrieb. Was für eine saubere, ordnungsliebende Gesellschaft wir doch sind. Mich selbst ausgenommen. Ja, wir warten auf Ihre Geschichte, Captain Lombard. Tut mir leid, dass ich Sie enttäuschen muss, aber ich bekenne mich schuldig. Es ist die reine Wahrheit. Ich habe tatsächlich diese Eingeborenen allein im Busch zurückgelassen. Es war einfach ein Gebot der Selbsterhaltung. Sie haben als Offizier Ihre Leute im Stich gelassen? Das war vielleicht nicht nobel gehandelt, das gebe ich zu. Aber es gibt Fälle, wo die Selbsterhaltung die erste Pflicht des Mannes ist. Eingeborene machen sich nichts aus dem Sterben. Sie denken und fühlen da anders als wir Europäer. Rogers, befinden sich außer uns, Ihnen und Ihrer Frau, noch jemand auf dieser Insel? Niemand, Sir. Ist das sicher? Ganz sicher. Danke. Dann bleiben Sie hier, Rogers. Worüber ich noch ganz im Unklaren bin, ist der Grund, warum unser Gastgeber, dieser Mr. Unbekannt, uns hier versammelt hat. Ich kann es mir wirklich nicht anders vorstellen, als dass er irrsinnig ist und vielleicht äußerst gefährlich. Wir werden also gut daran tun, die Insel so schnell wie möglich zu verlassen. Ich schlage vor, wir fahren heute Nacht noch zurück. Verzeihung, aber wir haben kein Boot auf der Insel. Ihr habt kein Boot? Nein, Sir. Ja, dann telefonieren Sie doch zum Festland. Wir haben auch kein Telefon. Fred Narrakot kommt jeden Morgen vom Festland herüber und bringt Lebensmittel, Post, Zeitungen und was sonst noch benötigt wird und nimmt neue Anweisungen entgegen. Ja, dann wollen wir morgen früh zurückfahren, wenn Narrakot mit seinem Boot herüberkommt. Ist das nicht ein bisschen unsportlich? Bevor wir abreisen, sollen wir doch versuchen, das Geheimnis zu lüften. Das ist ja die reinste Detektivgeschichte. Äußerst spannend. Ich in meinem Alter kann auf Spannungen solcher Art verzichten. Das normale Leben finde ich fad. Ich bin fürs Verbrecherische. Das lebe die Kriminalität.
Er ist tot. Tot? Aber er hat sich doch bloß verschluckt. Man könnte es auch Verschlucken nennen. Der Tod ist durch Ersticken eingetreten. Habe ich noch nie gehört, dass man auf diese Weise ums Leben kommen kann. Durch Verschlucken. Mitten im Leben sind wir vom Tod umgeben. Selbstverständlich stirbt kein Mensch an Verschlucken, General. Marston ist keines natürlichen Todes gestorben. War etwas in seinem Whisky? Dem Geruch nach war es Cyankali. Es wirkt augenblicklich. Dann muss er sich's wohl selber ins Glas getan haben. Anscheinend. Selbstmord? Ja, seltsam. Selbstmord? Gerade er? Er war doch so lebhaft, so lebensfroh. Ach, sehen Sie doch. Mein kleiner Neger ist vom Kamin gefallen. Es ist zerbrochen. Wir sind auf dem höchsten Punkt der Insel gewesen, von einem Boot, keine Spur. Es ist noch sehr früh, der Mann muss noch allerlei besorgen. Trotzdem müsste er längst hier sein. Das. Vom Frühstück ist auch noch nichts zu sehen. Wo bleibt bloß dieser Rogers? Wir wollen uns doch nicht ums Frühstück kümmern. Wie sieht denn das Wetter aus? Und der Wind hat aufgefrischt. Schon gestern im Zug sagte ein alter Mann, wir bekämen schlechtes Wetter. Es ist doch ein Wahnsinn, auf einer Insel zu leben und kein Boot zu halten. Es gibt keinen geschützten Liegeplatz, weil Südostwind würde das Boot am Felsen zerschellen. Aber wir sind doch in jedem Fall vom Festland aus erreichbar. Bei Sturm kaum. Ach, ja, soll das heißen, wir könnten vom Lande abgeschnitten werden? Ja, möglich ist das schon. Aber nun machen Sie sich bitte keine Sorgen, Miss Brent. Noch ist die See nur ein bisschen unruhig. Also ich finde, man überschätzt die Freuden des Inseldaseins. Warum trödelt denn dieser Narrekott nur so lange? So machen es doch alle hier, nur nichts überstürzen. Wo steckt denn dieser Rogers? Hätte sich auch schon mal sehen lassen können. Aber ganz schön durcheinander, der Rogers. Ja, wundert Sie das? Die beiden haben die alte Frau umgebracht. Da gehe ich jede Wette ein. Das glauben Sie wirklich? Jedenfalls habe ich noch nie einen Menschen gesehen, der so zu Tode erschrocken war wie dieser Rogers. Das leibhaftige, schlechte Gewissen. Ja, fantastisch, die ganze Angelegenheit. Vielleicht ist er auf und davon. Ja, das kann er doch gar nicht. Ist doch gar kein Boot auf der Insel. Das haben Sie uns doch eben selbst erklärt. Doktor, von wem weiß ich denn das? Doch auch nur von Rogers. Vielleicht war doch ein Boot da und er hat er sich geschnappt. Das ist ganz unmöglich. Er hatte ja keine Erlaubnis, die Insel zu verlassen. Gut geschlafen, General? Ich habe geträumt. Das scheint mir auch so. Ich habe von Leslie geträumt. Und von meiner Frau. Wo bleibt bloß dieser Narrakot? Wer ist Narrakot? Der Kerl, der uns gestern rübergesetzt hat. War das erst gestern? Wie seltsam. Was denn genau? Was ist? Er gefällt mir gar nicht. Na, Marstons Tod hat ihm einen ziemlichen Schock versetzt. Er sieht um 10 Jahre älter aus. Wo liegt eigentlich jetzt der arme Kerl? Im Arbeitszimmer, da habe ich ihn hingebracht. Glauben Sie wirklich, dass es Selbstmord war? Ja, was denn sonst? Ich weiß nicht, aber Selbstmord? Ja, hätte überhaupt jemand die Möglichkeit gehabt, etwas in Marstons Glas zu tun, ohne dass es uns aufgefallen wäre? Das Glas stand da drüben. Es wäre doch ein leichtes gewesen, deine Kapsel Cyankali reinzutun. Ja, aber... Herr Doktor, ich habe Sie draußen überall gesucht. Würden Sie bitte schnell nach oben kommen und nach meiner Frau sehen? Geht's ihr schlechter? Ich weiß nicht. Ich halte es für selbstverständlich, dass Sie die Insel nicht ohne mich verlassen. Wenn doch das Boot nur endlich käme. Ich hasse diese Insel. Ja, und je eher wir die Polizei benachrichtigen, desto besser. Die Polizei? Bei jedem Selbstmord muss die Polizei verständigt werden. Ja, natürlich. Eine Wirtschaft ist das. Immer noch kein Frühstück. Haben Sie Hunger, General? General, wollen Sie frühstücken? Leslie, mein Liebling. Nein, ich bin nicht Ihre Frau. Ich bin Vera Cleason. Richtig, entschuldigen Sie. Ich hielt Sie für meine Frau. Sie sagten doch, Ihre Frau sei schon lange tot. Ja, das dachte ich auch, aber ich habe mich geirrt. Sie ist hier. Hier auf der Insel. Guten Morgen. Morgen. Guten Morgen. Ja, scheint, ich habe mich verschlafen. Ist das Boot schon da? Nein. Sie müssen ja... recht gute Nerven haben, wenn Sie so lange schlafen konnten. Mich bringt nichts aus der Ruhe.
Im Schlaf schon gar nicht. Und Sie haben nicht zufällig von afrikanischen Eingeborenen geträumt? Nein. Haben Sie vielleicht von Sträflingen geträumt? Von Zuchthäuslern, die plötzlich sterben? Seltsam. Was ist seltsam? Erinnern Sie sich nicht? Wir fanden doch gestern einen von diesen kleinen Negern zerbrochen am Boden. Ja, 9 müssen noch übrig sein. Es müssten 9 übrig sein. Na und? Es sind aber nur noch 8. Tatsächlich. Ich finde, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Naja, vielleicht waren es gestern wirklich nur 9. Wir nehmen vielleicht nur an, dass es 10 waren, wegen dieser 10 Strophen da an der Wand. Was ist los, Armstrong? Mrs. Rogers ist tot. Sie schlief und ist nicht wieder aufgewacht. Ich hatte ihr ein Schlafmittel gegeben und Rogers glaubt, es sei noch die Nachwirkung davon. Vermutlich ist sie schon 4 oder 5 Stunden tot. Was das Herz? Das kann ich so nicht feststellen. Es ist natürlich möglich. Sie hatte ja gestern einen ziemlichen Schock bekommen. Ja, freilich. Ja, kann sie vergiftet worden sein? Auch das ist möglich. Mit demselben Gift wie der junge Mann? Nein, nicht mit Zyankali. Es müsste ein Narkotikum gewesen sein. Etwas, was zunächst einschläfert. Sie hatten ihr doch ein Schlafmittel gegeben. Ja, ich gab ihr eine kleine Dosis. Haben Sie ihr nicht vielleicht zu viel gegeben? Natürlich nicht. Was hält Ihnen denn ein? Na, ich meine nur, wenn Sie ihr zu viel gegeben hätten und sie... Die Dosis, die ich ihr gegeben habe, hätte ihr auf keinen Fall schaden können. Also, woran ist sie denn nun wirklich gestorben? Das kann ich ohne Sektion nicht sagen. Na, vielleicht war es Herzschlag. Natürlich war es Herzschlag. Das Herz hörte auf zu schlagen. Aber was war die Ursache? Das Gewissen. Wie meinen Sie das, Miss Brandt? Ich meine, exakt ausgedrückt. Sie haben doch gestern Abend alle gehört, dass sie beschuldigt wurde, ihre frühere Arbeitgeberin umgebracht zu haben. Ja, das glauben Sie doch nicht etwa. Ja, warum denn nicht? Wir haben alle gesehen, wie sie zusammenbrach und wie sie ohnmächtig wurde. Ihre böse Tat war entdeckt und das war zu viel für sie. Sie ist buchstäblich vor Angst gestorben. Das ist eine interessante Theorie. Gesetzt den Fall, es wäre eine latente Herzschwäche vorhanden gewesen. Aber sagen Sie, was Sie wollen, es war ein Gottesurteil. Miss Brandt. Sie glauben nicht daran, dass ein Sünder durch Gottes Zorn niedergestreckt werden kann? Ich sehr wohl. Meine Hochzuverehrende, nach meiner Erfahrung überlässt es die Vorsehung stets den Sterblichen, den Übeltäter zu überführen und zu bestrafen. Und jeder Prozess hat seine Probleme, da gibt es kein abgekürztes Verfahren. Gehen wir doch mal ganz nüchtern an die Sache heran. Was hat die Frau gestern Abend zu essen und zu trinken bekommen, nachdem sie zu Bett gebracht worden war? Nichts. Auch kein Tee. Kein Gläschen Wasser? Ich wette, sie hat einen Tee bekommen. Tee gibt man immer. Darauf wollen wir hinaus. Na, verstehen Sie? Vielleicht hat Miss Brandt doch recht. Vielleicht haben die beiden, die alte Dame, diese Miss Brandt, die tatsächlich umgebracht. Sie glaubten, alles hinter sich zu haben und fühlten sich sicher und glücklich. Glücklich? Ja, glücklich. Es droht ihnen doch keine unmittelbare Gefahr mehr. Da kommt plötzlich die Stimme dieses Wahnsinnigen, wie der Blitz aus heiterem Himmel und bringt alles an den Tag. Die Frau bricht zusammen und Rogers... Haben Sie Rogers beobachtet? Ich werde Ihnen sagen, wie die Sache liegt. Die beiden haben zusammen einen Mord verübt. Wenn der Fall jetzt vor Gericht kommt, besteht die Gefahr, dass die Frau alles verrät. Was tut also der Mann? Ein Pülferchen? Ein paar Tröpfchen in einer Tasse Tee und... Dann wäscht er die Tasse wieder sauber aus und sagt dem Doktor, dass die Frau nicht das Geringste zu sich genommen habe. Unmöglich. Das tut ein Mann nicht. Das tut ein Mann seiner eigenen Frau doch nicht an. Sie würden sich wundern, Miss Clevern, wozu Ehemänner alles fähig sind. Verzeihung, Miss Clevern. Mit dem Frühstück werde ich schon allein fertig. Nur das Mittagessen macht mir Sorgen. Mittagessen. Mittag. Zum Mittagessen sind wir nicht mehr hier. Wo zum Teufel bleibt das Boot? Aber Mr. Blow. Verzeihung, aber mit dem Boot kann nicht mehr gerechnet werden.
Was? Wenn Narakot kommt, ist er stets vor 8 Uhr hier. Kann ich sonst noch mit irgendetwas dienen, Miss Claythorne? Nein, danke. Das gibt's doch nicht. Was soll man dazu sagen? Seine tote Frau liegt da oben. Er spricht vom Mittagessen, vom Frühstück. Dann sagt er noch, dass das Boot nicht kommt. Woher zum Teufel will er das wissen? Ist der bloß. Na, was denn zum Teufel? Der Kerl spielt uns doch Theater vor. Das sage ich ihm. Die einzig greifbare Tatsache ist, dass das Boot nicht kommt. Das bedeutet, dass man uns vorsätzlich von aller Hilfe abgeschnitten hat. Was glauben Sie, warum Narakot nicht kommt? Ich glaube, dass dieser allgegenwärtige Mr. Unbekannt eine entsprechende Anweisung gegeben hat. Dann können wir doch nur versuchen, den spaßigen Herrn aufzustöbern, der dieses ganze Theater hier inszeniert. Ich wette, um was Sie wollen, dass er sich hier auf der Insel befindet. Und je eher wir ihn erwischen, umso besser. Der scheint ja tatsächlich gefährlich zu sein wie eine Klapperschlange. Das ist kein guter Vergleich, Captain Lombard. Die Klapperschlange warnt, bevor sie beißt. Warnt? Na und? Wurden wir nicht gewarnt? Da steht doch die Warnung groß und breit. 10 kleine Negerlein. Wir waren 10, nachdem Narakot gestern Abend zurückgefahren war. 10 kleine Negerlein, die tranken ein Glas Wein. Das erste, das verschluckte sich. Marston verschluckte sich doch. Stimmt's? Weiter. 9 kleine Negerlein, die schliefen in der Nacht. 1 ist nicht mehr aufgewacht. Nicht mehr aufgewacht. Passt ziemlich genau auf Mrs. Rogers, oder nicht? Sie glauben doch nicht, dass er uns alle umbringen will. Doch, das glaube ich. Und es soll auch noch jedes Mal auf die Ferse passen. Doch Unsinn, ist doch reiner Zufall, das mit den Fersen. Es sind nur noch 8 Neger da. Ist das auch ein Zufall? Was sagen Sie, Bloor? Die Sache ist mir nicht geheuer. Aber es ist doch außer uns kein Mensch auf der Insel. Woher wissen Sie denn das? Sind Sie so sicher? Es ist ja zum Wahnsinnig werden. Und ich sage euch, keiner von uns wird diese Insel je wieder verlassen. Kann denn niemand den Großvater zum Schweigen bringen? Habe ich nicht recht, Sir Lawrence? Ja, bis zu einem gewissen Grade, ja. Also los, worauf warten wir noch? Kommen Sie, Armstrong, kommen Sie, Bloor, wir machen jetzt kurz einen Prozess. Ja, ich bin bereit, leider hat wohl niemand einen Revolver bei sich. Doch? Ich habe einen. Was denn? Tragen Sie das Ding immer bei sich? Meistens. Ach nein. Ich war schon öfter in der Klemme. Aber schlimmer als hier wohl kaum, was? Wollen wir nicht anfangen? Ja, meine Herren, ich schlage vor, dass Sie vielleicht das Haus durchsuchen. Wir nehmen uns die Insel vor. Mit dem Haus bin ich schnell fertig. Geheimtüren und dergleichen scheint es nicht zu geben. Passen Sie auf, dass er Sie nicht als Ersten erwischt. Keine Sorge. Aber Ihnen rate ich immer, hübsch beisammen zu bleiben. Denken Sie an die 3. Strophe. Einer blieb allein zurück. Kommen Sie an, Frau. Ein recht energischer junger Mann, dieser Captain Lombard, nicht wahr? Er hat sicher recht. Wenn noch jemand auf der Insel ist, müssen Sie ihn finden. Es gibt ja nichts als Kahlenfels. Die Lösung des Problems dürfte wohl mehr Verstand als Muskelkraft erfordern. Wo wollen Sie hin? Mich in die Sonne setzen und nachdenken, meine Verehrteste. Ich bloß meine graue Wolle. Vielleicht haben Sie sie in Ihrem Zimmer vergessen. Soll ich nachsehen? Nein, danke. Ich gehe lieber selbst. Kann mir schon denken, wo sie ist. Ich bin froh, dass Captain Lombard einen Revolver bei sich hat. Ihr verschwendet alle nur Zeit. Ihr verschwendet die Zeit. Wieso? Es wäre besser, ruhig sitzen zu bleiben und zu warten. Zu warten? Worauf? Auf das Ende natürlich. Was ist denn, General? Meine Frau. Meine Frau. Meine Frau. Sie hätten sie kennen sollen. Sie war ein so fröhlicher Mensch. War sie das? Ich habe sie sehr geliebt. Natürlich war sie viel jünger als ich. Erst 27. Aber Richmond war 26. Er war mein Adjutant. Leslie hatte ihn gern. Ich dachte, sie hätte mütterliche Gefühle für den Jungen. Verdammter Narr, der ich war. Schließlich kam ich dahinter. Es war wie in einem schlechten Roman. Ich war damals in Frankreich. Sie schrieb gleichzeitig an uns beide.
Und einmal steckte sie die Briefe in die falschen Umschläge. Auf diese Weise erfuhr ich's denn. Zu Richmond sagte ich kein Wort, aber alles staute sich in mir. Allmählich wurde es eine mörderische Wut, dieser gemeine Heuchler. Dabei hatte ich den Jungen gern, ich hätte meine Hand für ihn ins Feuer gelegt. Ich habe ihn in den Tod geschickt. Es war ganz leicht. Fehler wurden damals oft gemacht. Das Einzige, was bei mir vorwarf, war, dass ich die Nerven verloren hätte. Ja, es war ganz leicht. Leslie habe ich niemals gesagt, dass ich alles wusste. Wir lebten weiter wie früher, aber irgendwie war es doch anders geworden. Sie starb dann an einer Lungenentzündung. Bitte hören Sie auf, General. Wenn ich ehrlich bin, dann sage ich mir, es war doch Mord. Und gerade ich hatte immer Ehrfurcht vor dem Gesetz. Damals kam mir das gar nicht in den Sinn, geschieht ihm recht, dachte ich. Aber später. Später. Nun, Sie kennen das ja auch. Ich? Wieso ich? Sie scheinen es nicht zu verstehen. Dabei glaubte ich, Sie wären auch froh, dass das Ende kommt. Alle, alle, wie wir hier sind, werden sterben. General! Sie sind noch sehr jung. Sie können das doch nicht nachempfinden. Diese Erlösung, die Gnade dieser Erlösung, dass man endlich alles hinter sich hat. Dass man diese Last nicht weiterschleppen muss. General! Schon gut. Ich habe keinen Wunsch mehr, als hier zu sitzen und zu warten, bis Leslie kommt. Und mich holt. Ich habe Angst. Ich habe solche Angst. So, alles in Ordnung. Keine geheimen Gänge, keine neuen Leichen. Wie bitte? Sie sehen ja ganz verdattert aus. Wie wär's mit einem Gläschen Wein zur Beruhigung der Nerven? Oh, Wein! Zwei Leichen im Haus um 9 Uhr früh und alles, was Sie zu sagen haben, ist, wie wär's mit einem Gläschen Wein? Der alte Herr da draußen ist ganz gebrochen. Wie wär's mit einem Gläschen Wein? 10 Menschen sind des Mordes angeklagt. Alles in bester Ordnung, solange Sie nur zu trinken haben. Gut. Dann verdursten Sie eben. Ach, Sie sind ein Abenteurer. Sie langweilen mich. Warum sind Sie denn so aufgeregt, mein Liebling? Ich bin nicht Ihr Liebling. Seien Sie doch friedlich. Wir haben doch den Kopf in derselben Schlinge, Sie und ich. Schurken und Mörder werden sich doch nicht zanken. Schurken und Mörder? Also gut, Sie wollen mit Schurken und Mördern nichts zu tun haben und Sie wollen auch nicht mit mir trinken. Dann setze ich eben meine Haussuchung fort. Unsympathischer Mensch. Also meine graue Wolle kann ich nirgends finden. Was ist denn mit Ihnen los? Ich mache mir Sorgen um den General. Ach. Ich glaube, er ist ernstlich krank. Der General? Na, wie geht's? Wie steht's, General? Halten Sie Ausschau nach unserem Boot? Seine Sünden haben sich an ihm gerecht. Was soll das heißen? Auch wenn seine Frau so schlecht war wie ihr Ruf, er hatte noch lange nicht das Recht, auf eigene Faust den Richter zu spielen. Und was haben Sie getan? Wie steht's mit Beatrice Taylor? Mit wem? So war doch der Name, nicht wahr? Ach, soll ich das auf die niederträchtigen Beschuldigungen gegen meine Person beziehen? Ja. Gut. Jetzt, wo wir beide allein sind, habe ich nichts dagegen, dass Sie die Tatsachen erfahren. Im Gegenteil. Erzähle sie gerade Ihnen sogar recht gerne. Es ist nur nichts für Männerohren, deshalb wollte ich gestern Abend nicht darüber reden. Ja, Beatrice Taylor, die war Dienstmädchen bei mir und die hat mich sehr enttäuscht. Anfang war ich ganz zufrieden mit ihr. Die hatte nette Manieren und sie war sauber und sie war tüchtig, aber das war alles Heuchelei. Eine leichtsinnige Person ist sie gewesen, ohne einen Funken von Moral. Ein paar Monate ging alles ganz gut, aber dann bemerkte ich, dass sie, dass sie das war, was man in anderen Umständen nennt. War natürlich ein ziemlicher Schock für mich. Ihre Eltern waren ja brave Leute und erfreulicherweise haben sie ihrer Tochter diese Schande auch niemals verziehen. Was geschah? Sie natürlich keine Stunde länger unter meinem Dach behalten. Nein, 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 niemand sollte mir jemals nachsagen können, ich hätte die Unmoral geduldet. Ist sie ins Wasser gegangen? Ganz richtig, ja. Wie alt war das Mädchen? 17. In dem Alter muss ein Mädchen doch wissen, was es tut.
Aber ich habe ihr gesagt, dass sie ein ganz unmoralisches Geschöpf ist. Ich habe ihr gesagt, dass ihr Kind ein Kind der Sünde sein wird. Gebrandmarkt für sein ganzes Leben. Und dass der Mann natürlich nicht den Traum daran dächte, sie jetzt noch zu heiraten. Das haben Sie einer 17-Jährigen gesagt? Jawohl. Und das hat gewirkt. Das können Sie mir glauben. Nein, nein, ich habe kein Verständnis für die Sünde. Und als Sie erfuhren, dass sie tot ist, wie war Ihnen da ums Herz? Mir? Ums Herz? Sie haben es nicht bereut? Aber was denn? Ich hatte mir doch nichts vorzuwerfen. Ich glaube wirklich, Sie sind davon überzeugt. Das ist beinahe das Entsetzliche an der Sache. Also dieses Mädchen ist nicht ganz bei Verstand. Man erkennt den Herrn an dem Urteil, das er fällt, und der Böse verstrickt sich in seine... Darf ich zum Frühstück bitten? Der Böse wird zur Hölle fahren. Bitte schweigen Sie. Wissen Sie, wo die Herren sind, Miss Claythorne? Das Frühstück wäre fertig. Sir Lawrence sitzt draußen in der Sonne. Dr. Armstrong und Mr. Blau durchsuchen die Insel. Inseln werden erzittern bei der Posaune des Gerichts, wenn die Sterbenden schreien. Wollen wir frühstücken gehen? Danke, mir ist nicht nach Essen zumute. Darf ich zum Frühstück? Dann werden die Könige der Meere absteigen von ihren Thronen und ihren Purpur ablegen. Sie werden abtun, ihre bestickten Gewänder. Lesen Sie immer laut, Miss Brent. Ich habe die Gewohnheit, täglich ein Kapitel in der Bibel zu lesen. Ein schöner Brauch. Die Heiden sind in ihrer eigenen... Es gibt weder Höhlen noch einen anderen Unterschlupf auf der Insel. Letztes Niemand kann sich hier verstecken. Ein Glück. Wie sieht's im Haus aus, Lambert? Kein Mensch da. Außer uns ist kein Mensch im Haus. Ich hab's vom Keller bis zum Boden durchgesucht. Darf ich an das Frühstück erinnern? Frühstück? Na endlich. Kommen Sie, Blur. Sie jammern doch schon, seit Sie aufgestanden sind nach dem Frühstück. Lasset uns essen und trinken und fröhlich sein. Morgen sterben wir sowieso. Weißt du, oder wer weiß, vielleicht heute schon. Kommen Sie, General. Ich kann es nicht leiden, wenn so getrödelt wird. General. Frühstück, hören Sie nicht. General. Allmächtiger Gott. Einer blieb allein zurück. McKenzie hat ein Messer im Rücken. Er ist tot. Nein. Das ist doch unmöglich. Wer kann das getan haben? Außer uns ist doch niemand auf der Insel. Merken Sie es jetzt, dass dieser gewitzte Verbrecher uns immer einen Schritt voraus ist und genau seine Pläne darauf abstimmt? Auf der ganzen Insel gibt es nur einen Platz, wo ein Mörder sich verstecken kann. Und wo? Hier, in diesem Zimmer. Mr. Kant ist einer von uns. Sir Lawrence. Ja, Mr. Blower. Könnte ich Sie vielleicht einen Augenblick sprechen? Ja, bitte sehr. Wollen wir uns vielleicht setzen? Ja, bitte. Sir Lawrence, Sie sagten heute Vormittag, der Mörder sei einer von uns. Sie hatten vollkommen recht. Ich weiß jetzt, wer es ist. Ach, wirklich? Erinnern Sie sich an den Fall Lissy Borden? Er spielt in Amerika da. Wurde ein altes Ehepaar mit der Axt erschlagen. Als Täter kam nur eine einzige Person in Frage, die Tochter. Eine hochangesehene alte Jungfer. Unglaublich, was? Ihre Antwort auf unser Problem hieße also Miss Emily Brent. Die Frau ist verrückt. Religiöser Wahnsinn. Sie ist es und niemand sonst. Ich dachte eigentlich, Sie hätten jemand anders im Verdacht. Hatte ich auch. Aber ich habe meine Meinung geändert. Und ich will Ihnen auch sagen, warum. Die Brent ist die Einzige, die überhaupt nicht aufgeregt ist. Sitzt da in ihrem Sessel, strickt, liest die Bibel. Und warum? Weil sie sich vollkommen sicher fühlt. Psst. Wir haben Tee gemacht. Ach, ist das kalt hier. Ja. Man sollte es nicht für möglich halten. So schön, wie es heute Morgen war. Sind Captain Lombard und Rogers noch nicht zurück? Ja, das Boot könnte bei dem Wetter gar nicht ausfahren. Narracott könnte auch gar nicht hier anlegen. Für Miss Brent. Ja, bitte, bitte, erlauben Sie. Ja.
war sehr gut, dass Sie auf dem Mittagessen bestanden und auf den Schluck Cognac hinterher. Ich fühle mich viel wohler. Danke. Gerichtsverhandlungen werden immer vertagt, damit das Mittagessen eingenommen werden kann. Also mir kommt das alles hier wie ein Spuk vor. Was soll nur jetzt geschehen? Wir müssen eine provisorische Untersuchung durchführen, um wenigstens die Unschuldigen unter uns herauszufinden. Miss Claverham, haben Sie eigentlich niemanden in Verdacht? Das war wirklich eine eigenartige Frage, Mr. Bloor. Wie wenn nun Miss Claverham einen von uns dreien im Verdacht hätte. Ich bin sicher, dass es keiner von Ihnen ist. Aber wenn Sie mich fragen, dann sage ich Dr. Armstrong. Armstrong? Ja, wer hätte denn sonst so gute Gelegenheit gehabt, Mrs. Rogers zu töten? Einen Augenblick. Auch Rogers hatte Gelegenheit genug, seiner Frau Gift zu geben. Nein, Rogers ist es nicht. Der hat weder das Köpfchen noch die Mittel, das alles hier zu arrangieren. Na. Sturm ist das heute. Kein Gedanke, dass wir wegkommen. Ach, gibt's Tee. Herrlich. Wir sind ja ganz durchnässt. Ich bin zwar kein Wetterprophet, aber ich glaube nicht, dass uns in den nächsten 24 Stunden ein Boot erreichen kann. Kann denn niemand zum Festland drüber schwimmen? Das sind mindestens 1500 Meter. Bei dem Seegang würden Sie unweigerlich an die Felsen geworfen und ertrinken. Ertrinken? Ertrinken. Im Teich. Oh, Mist brennt. Das Mittagsschläfchen. Ach, es ist wirklich entsetzlich kalt hier. Wünschen Sie vielleicht, dass ich Feuer mache im Kamin? Keine schlechte Idee. Sehr vernünftiger Vorschlag, Rogers. Ach, Verzeihung, ich habe da noch eine Frage. Weiß jemand von den Herrschaften, wo der Vorhang im Badezimmer geblieben ist? Dann sagen Sie mal, Rogers, bei Ihnen spukt es jetzt wohl auch schon. Vorhang im Badezimmer? Ja, geölte Seide, scharlachrot, der ist verschwunden. Es ist nicht wichtig, immerhin. Ich finde es etwas seltsam. Auf dieser Insel ist alles seltsam. Ich hole jetzt Holz und mache Feuer. Er mag sicher auch einen Tee. Er ist ja ganz durchnässt. Rogers! Sag mal, wo ist eigentlich Dr. Armstrong? Auf seinem Zimmer. Wollte sich ausruhen. Den hat's jetzt wohl auch schon gepackt. Hoffentlich war er so vernünftig und hat die Tür hinter sich verriegelt. Also leicht wird jetzt nichts mehr passieren, nachdem wir alle voreinander gewarnt sind. Ich würde nicht allzu vertrauensselig sein, Mr. Bloor. Ich möchte jetzt ganz kurz ein paar Sicherheitsmaßnahmen vorschlagen und alle bitten, sich daran zu halten. Sicherheitsmaßnahmen? Gegen wen? Einer gegen den anderen. Wir sind alle in große Gefahr. Sieben sind noch übrig. Sieben kleine Nägelein. Von denen einer ein falsches Nägelein ist. Ganz recht. Im Gegensatz zu Miss Claverham bin ich der Überzeugung, dass Dr. Armstrong völlig außer Verdacht steht. Na und Sie, Sir Lawrence, Ihren Namen kennt man in ganz England. Barnett ist noch nichts bewiesen. Auch Richter und Ärzte sind schon wahnsinnig geworden. Polizisten ebenfalls. Na, hat er seinen Tee bekommen? Er will sich lieber selbst einen Tee machen. Was ist mit Armstrong? Vielleicht mag er auch einen Tee. Darf ich ihm seine Tasse bringen? Na, lassen Sie mich das machen. Ich will mich sowieso umziehen. Tun Sie das endlich. Sie erkälten sich sonst. Oh, bitte erlauben Sie. Ich glaube, es ist Dr. Armstrong lieber, wenn ich ihm seinen Tee bringe. Könnte sein, dass er sich vor Ihrem Revolver fürchtet. Richtig, der Revolver. Darüber hätte ich doch gerne ein Wörtchen mit Ihnen gesprochen, Lambert. Was wollen Sie wissen? Würde mich doch interessieren, weshalb Sie bei einer harmlosen Veranstaltung einen Revolver bei sich tragen. So, das interessiert Sie. Ja. Wissen Sie, ich habe ein ziemlich abenteuerliches Leben hinter mir. Und daher stammt meine Gewohnheit, immer einen Revolver in der Tasche zu tragen. Es ist ein angenehmes Gefühl, eine Waffe zur Hand zu haben. Finden Sie nicht? Ja, nur wir haben keine Waffe zur Hand. Mal raus mit der Sprache, Lombard. Die Wahrheit über den Revolver. Was sind Sie doch für ein misstrauischer Bursche. Ich möchte sagen, faul ist auch folgende Geschichte. Also schön. Ich bekam einen Brief, der mich einlud, als Gast von Mr. und Mrs. Kant hierher zu kommen. Und der Schreiber sagte weiter, ich sei der richtige Mann für eine solche Sache, denn es könnte ein bisschen gefährlich werden. Aber wenn ich die Augen offen hielte, würde mir nichts passieren. Auf sowas wäre ich nie reingefallen. Ich bin aber darauf reingefallen. Aus Langeweile. Der Vorschlag war tückisch, zugegeben. Zu kitzlig für meinen Geschmack. Ich bin ein neugieriger Mensch. Neugierde bringt die Katze um. Mag stimmen. Gehen Sie doch endlich und ziehen Sie sich um. Naja,
Geh ja schon, mein Liebling, geh ja schon. Mütterchen sorgt sich. Albern. Eine Mordsgeschichte, die er uns da erzählt. Wenn es wahr wäre, warum hat er es nicht gestern Abend schon gesagt? Er hat wohl angenommen, dass das gerade die heikle Situation war, auf die unser Revolvermann gefasst sein sollte. Mr. Kant muss über Lombard genau Bescheid gewusst haben. Der Mann ist mir verdächtig. Ich traue ihm nicht über den Weg. Sind Sie so gescheit, dass Sie sich niemals irren? Wir müssen weg von hier. Wir müssen weg, bevor es zu spät ist. Vor allen Dingen müssen wir die Nerven behalten. Entschuldigen Sie. Ich bin überarbeitet in letzter Zeit und ganz herunter. Schlafen Sie schlecht? Ja, ich habe schauderhafte Träume. Krankenhaus, Operationen, ein Messer an meiner Kehle. Es ist ja gespenstisch. Finden Sie? Haben Sie niemals davon geträumt, im Gerichtssaal zu stehen und einen Mann zum Tode zu verurteilen? Wollen Sie damit auf einen gewissen Epaziten anspielen? Ja! Der Mann war ein außergewöhnlich kaltblütiger Mörder. Die Geschworenen hätten ihn am liebsten freigesprochen, das habe ich sehr wohl gemerkt. Aber ich ließ das nicht zu! Ich habe den gar ausgemacht! Wirklich, verteufelt kalt hier. Wenn Roger sich doch beeilen würde. Wo bleibt er auch so lange? Vielleicht muss er das Holz erst spalten und sucht die Axt. Ach, die Axt, Bob. Die Axt. Die Axt! Allmächtig! Vier der Neger. Sind nur noch sechs da. Es sind nur noch fünf. Fünf? Roger und Lombard. Nein, nicht Lombard. Rogers! Rogers! Ich bin Blur, das ist ja irrsinnig geworden. Wo rennt er denn hin? Haben Sie Rogers gesehen? Nein, warum? Es sind wieder zwei Neger fort. Zwei? Was ist denn Blur? Er ist tot. Mit der Axt erschlagen. Sie winkte einem mit der Axt. Da waren es nur noch sechs. Komm, nimm dich zusammen. Komm, sei endlich ruhig. Wer kommt dann als nächster dran, Leute? Hä? Wespe? Gibt's Wespen auf der Insel? Was glotzt ihr denn so? Da steht's doch. Sechs kleine Negerlein, die liefen ohne Strümpf. Das eine stach eine Wespe ins Bein. Da waren es nur noch fünf. Stimmt, es sind nur noch fünf Neger da. Schlaf die Wespe. Schlaf die Wespe, Lene, zum Teufel. Wir sehen doch noch alle ganz frisch aus. Injektionsspritze. Der Wespenstich. Während sie hier saß, hat einer von uns. Einer von uns? Wer von uns? Fünf kleine Negerlein, die saßen steif und stumm. Einer schaut den anderen an, wer fällt als nächster um? Das ist die neueste Version. Hochaktuell. Ist doch wohl nicht der richtige Augenblick für schlechte Scherze. Man muss sich doch ein bisschen aufmuntern. Das Licht brennt auch nicht mehr. Wollen wir nicht ein nettes Gesellschaftsspiel machen?
Zum Beispiel, wer traut wem? A verdächtigt B, B verdächtigt C und so weiter. Fangen wir doch gleich mit Blore an. Es ist ganz klar, wen er im Verdacht hat. Das sieht ein Blinder. Sie haben mich doch aufs Korn genommen, Blore, stimmt's? Ich wage nicht zu widersprechen. Sie täuschen sich, mein Lieber. Vergeltung aus Idealismus liegt mir nicht. Wenn ich schon einen Mord begehe, dann muss auch was Reelles für mich dabei herausspringen. Jedenfalls haben Sie sich von Anfang an verdächtig benommen. Hergekommen sind Sie mit einem Revolver in der Tasche und jetzt wollen Sie ihn auf einmal verloren haben. Ich habe ihn auch verloren. Das glaube ich Ihnen nicht. Wo soll ich ihn denn sonst haben? Bitte durchsuchen Sie mich. Jetzt haben Sie ihn natürlich nicht bei sich. Dazu sind Sie zu schlau. Aber Sie wissen genau, wo er ist. Ich habe ihn versteckt. Für den nächsten Mord. Das würde mich gar nicht wundern. Jetzt nehmen Sie doch mal Ihren Verstand zusammen, Blore. Wenn ich Sie alle abknallen wollte, dann hätte ich doch jetzt die beste Gelegenheit dafür. Ping, ping, ping. Ping. Aber das entspräche nicht der besonderen Idee. Das ist dieser verrückte Einfall? Mann Gottes, ich bin auch noch bei Trost. Das sagen auch alle Irrsinnigen von sich. Der Doktor hat uns das ja vorhin erklärt. Und das stimmt offenbar. Von diesem untätigen Herumsitzen wird man ja verrückt. Es muss doch irgendeinen Ausweg geben. Wir müssen etwas unternehmen. Können wir nicht ein Feuer machen als Signal? Bei dem Wetter. Das Ganze ist leider eine Frage der Zeit und der Geduld. Das Wetter wird sich aufklären, dann können wir ein Feuer anzünden. Blinkzeichen geben oder sonstige Signale. Frage der Zeit. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, wenn wir nicht alle verrecken wollen. Vorläufig genügen ja wohl die Maßnahmen, die wir bisher befolgen. Und ich sage Ihnen, wir kommen alle um. Hier in diesem Haus, alle. Bis auf einen. Und dieser eine wird sich dann eine neue Verrücktheit ausdenken. Arme Luise, wie hieß sie doch gleich? Maria oder so? Cleese. Wie kam das eigentlich, Doktor, dass Sie sie umgebracht haben? Waren es die Nerven? Ich war betrunken, als ich sie operiert. Das war eine ganz einfache Operation, aber meine Hände zitterten. Ich erinnere mich jetzt genau an sie. Habe ich es nicht gleich gesagt? Die Operationsschwester wusste natürlich Bescheid, aber sie hielt zu mir. Ich gewöhnte mir das Trinken ab, restlos, und wurde Nervenarzt. Mit Erfolg? Ja, ich hatte Erfolg in ein paar wichtigen Fällen. Sowas spricht sich ja herum. In den letzten 2 Jahren hatte ich so viel zu tun, dass ich es kaum noch schaffen konnte. Bis der unbekannte Mr. Kant auftrat und aus war es mit Ruhm, Ehre und Erfolg. Jetzt hören Sie doch endlich auf mit Ihrer verdammten Rederei! Also Schluss jetzt, meine Herren. Wir sitzen ja alle im selben Boot. Von mir aus in Ordnung. Ich nehme Sie nicht weiter übel. Es ist nur diese entsetzliche Untätigkeit. Die geht einem so auf die Nerven. Das ist doch kein Grund zur sinnlosen Aufregung. Solange wir alle hier in diesem Raum beisammen bleiben und uns gegenseitig im Auge behalten, da kann doch nichts passieren. Was reden Sie denn da? Wir müssen doch essen und schlafen. Sehr richtig. Der Mörder hat nur eine einzige Chance. Dass es ihm nämlich gelingt, einem von uns, von den übrigen abzusondern. Solange wir das verhindern, sind wir doch sicher. Sicher. Sie sind ja so schweigsam, Vera. Ich habe nichts dazu zu sagen. Wie spät ist es eigentlich? 8:30. Wie wär's denn mit einem kleinen Imbiss? Ich kann ja ein paar Konserven aufmachen und Kaffee kochen. Aber Sie bleiben alle hier. Das ist doch richtig so. Nicht ganz, Miss Gläsern. Es wäre für uns nicht ratsam, etwas zu essen und zu trinken, was Sie ohne unsere Aufsicht zubereitet haben. Ich wusste ja, Sie können mich nicht leiden. Wir wissen nun wenigstens, wie wir zueinander stehen. Miss Claythorne hat Sie im Verdacht, Doktor. Ich habe Wargrave in Verdacht. Blore hat mich im Verdacht.
Und Armstrong, Sie haben sicher Blair im Verdacht. Wie steht's eigentlich mit Ihnen, Sir Lawrence? Seit heute Morgen bin ich mir klar. Alles, was geschehen ist, deutet unmissverständlich auf eine einzige Person. Auf wen? Ich halte es nicht für angebracht, den Namen jetzt zu nennen. In unser aller Interesse. Genau, das ist es. Wollen wir jetzt nicht was essen? Nein, alles bleibt hier. Hier sind wir sicher. Ich habe keinen Appetit mehr. Ich auch nicht, aber Sie können ja in die Küche gehen, Blair, und sich was zu essen nehmen. Ja? Wie wär's, wenn ich ein paar Kekse hole? Bravo. Da bringst du die Dose ungeöffnet. Aus dem Badezimmer geblieben sein, den Rogers gesucht hat. Ich kann mir auch nicht vorstellen, was ein Mörder mit einem roten Seidenvorhang anfangen sollte. Verschwinden einfach die Dinge. Miss Brent ist ein Strang Wolle abhanden gekommen. Also nicht nur Mörder, sondern auch noch Kleptomane. Wie ging der Vers? Fünf kleine Negerlein? Sie kamen vor des Richters Tür. Des Richters Tür? Der schickt das eine aufs Schafott. Da waren es nur noch vier. Ganz recht, meine Verehrteste. Aus diesem Grunde bin ich ja ebenfalls hier. Sie? In meinen Augen sind Sie der Mörder. Nicht das Opfer. Diese schrecklichen Verse gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Wo Mr. Blair nur so lange bleibt. Vielleicht hat ihn der böse Wolf gefressen. Ich habe Sie heute schon einmal auffordern müssen, Ihren merkwürdigen Humor zu zügeln. Bedauere. Das ist meine Art von Nervosität. Hände hoch! Durchsuchen Sie ihn! Nein, danke. Na, essen Sie doch. Ich kann nichts essen. Nachher ist es zu spät. Blair wird alles verschlingen. Das finde ich gar nicht komisch. Sollen wir hier vielleicht freiwillig verhungern? Hat jemand noch eine Zigarette da? Aus der Traum. Ich habe auch keine mehr. Ich bin glücklicherweise Pfeifenraucher. Ich habe noch eine Schachtel Zigaretten in meinem Zimmer. Aber Sie müssen alle hier bleiben. Gar nicht schlecht, die Kekse. Ja, sind das für welche? Käse? Hm, Käse. Mit Sellerie. Mädchen hätte ruhig davon essen sollen. Sie ist mit den Nerven herunter. Da bin ich anderer Ansicht, Dr. Armstrong. Miss Gleason scheint mir eine recht kühle und gewandte Dame zu sein. Bemerkenswert kühl und gewandt. Wer ist da?
sind Sie? Ich sehe Sie nicht. Hier bin ich. Machen Sie doch Licht. Wo sind die anderen? Der verdammte Zugwind im Treppenhaus hat die Kerzen ausgeblasen. Einen Moment, ich habe Feuerzeug. Dr. Armstrong? Ja, ich suche Streichhölzer. Dann lassen Sie doch die Streichhölzer. Bringen Sie Kerzen. Was war denn? Ich bin zu Tode erschrocken. Es legte sich etwas um meine Kehle. Was? Als ich in mein Zimmer kam, war das Fenster offen und die Kerze ging aus. Und auf einmal legte sich ein langer Strang Seegras um meinen Hals. Ach, darum haben Sie geschrien. Ich dachte, eine nasse Hand wollte mich erwürgen. Wer hat nur das Seegras in mein Zimmer gehängt? Ich weiß es nicht, aber wenn ich ihn erwische, dann kann er was erleben. Wer ist da? Ich bin's, Miss Clayton. Es ist alles in Ordnung. Da sind wir wieder. Wer hat geschossen? Da. Tot. Kopfschuss. Negerlein, was soll ich das Tür? Ein auf Schafott, sonst nur noch vier. Ihr habt mich weghaben wollen. Darum sollte ich Zigaretten holen. Ihr habt das Seegras in mein Zimmer gehängt. Das habt ihr alles eingefädelt, damit ihr Wargreif in der Dunkelheit ermorden konntet. Ihr seid verrückt. Seid ihr total verrückt? Dazu habt ihr den roten Vorhang und die Strickwolle verschwinden lassen. Lasst mich raus hier! Lasst mich raus! Ich will raus! Ich will raus! Drei kleine Negerlein, die liebten die Jägerei. Das eine fraß der wilde Bär. Da waren es nur noch zwei. Drei kleine Negerlein, ein Mädchen und zwei Mann, die grübeln über den Büchsenfraß. Wer kommt als nächster dran? Philipp. Lassen Sie ihn doch, Miss Clayton. Wenn ich satt bin, vertrage ich einen Spaß. Ich hatte auch Hunger. Aber ich glaubte nicht, dass ich je wieder auf Zunge in Gelee Appetit bekomme. Hat mir direkt gefehlt, so ein Essen. Ich fühle mich wie neugeboren. Und wie kommt es, dass wir wieder Appetit haben? Weil wir jetzt endlich wissen, wer es ist. Nicht wahr, Blor? Richtig. Das Fürchterliche war die Ungewissheit. Jeder hatte jeden im Verdacht. Ich habe gleich gesagt, es war Armstrong. Zugegeben, das hast du. Aber dann hast du schließlich die Nerven verloren und hast uns alle verdächtigt. Das kommt mir jetzt doch sehr dumm vor bei Tageslicht. Ja, das war auch dumm. Also Armstrong. Und wie haben Sie es entdeckt? Er ist in die Grube gefallen, die er uns gegraben hat. Und du hast nicht mehr von ihm gefunden als den einen Schuh? Nichts als seinen Schuh. Er hing an der Spitzenkante eines Felsenriffs. Sieht so aus, als ob er Selbstmord verübt hätte. Und wie kommt es, dass wieder ein kleiner Porzellanneger verschwunden ist? Du glaubst, er ist nicht wirklich tot? Wenn jemand verschwindet und man findet seine Leiche nicht, dann muss man immer skeptisch sein, nicht? Und wie ist er an Ihren Revolver gekommen? Keine Ahnung. Also ich kapiere immer noch nicht, was sich eigentlich letzte Nacht abgespielt hat. Nach deinem hysterischen Anfall und nachdem du dich in deinem Zimmer eingeschlossen hattest, sind wir auch ins Bett gegangen. Ungefähr nach einer Stunde, da hätte ich jemand an meiner Tür vorbeigehen. Ich stand auf und klopfte bei Blor. Blor war in seinem Zimmer. Aber Armstrongs Zimmer war leer. Dann kam ich zu deiner Tür und sagte dir, du solltest ruhig drin bleiben, was auch immer passieren würde, und ging hier runter und fand die Glastür offen stehen. Und auf der Schwelle lag mein Revolver. Warum soll er ihn ausgerechnet dahingelegt haben?
Fragen Sie doch nicht mich. Vielleicht ein Zufall oder er war eben verrückt. Ja. Was machen wir jetzt? Nichts. Ganz still hier sitzen bleiben. Das ist ohne Risiko. Nein, nein. Ich will doch sehen, ob ich nicht einen besseren Beweis für seinen Selbstmord finde. Bleiben Sie mal ruhig sitzen und seien Sie nicht so nervös, Bloor. Sagen Sie mal, ganz unter uns, haben Sie damals bei dem Prozess nicht einen Meineid geschworen? Na und? Ja? Lendor war unschuldig. Diese Gangster hatten mich bestochen. War gar nicht schwer für mich, ihn reinzureiten. Aber das kann ich doch in Gegenwart von Richter Lorenz nicht zugeben, nicht wahr? Hoffentlich haben Sie bei der Geschichte wenigstens ordentlich verdient. Es hätte mehr sein können. Aber die Geschichte hat mir mein Diplom eingebracht. Und Lendor Zuchthaus. Lebenslänglich. Und dann starb er dort in dem Zuchthaus. Das konnte ich ja nicht wissen, dass er sterben würde. Nein, das war ihr Pech. Denn diese Tatsache könnte ihr Leben jetzt ziemlich unerfreulich verkürzen. Oh, ich werde schon aufpassen. Tun Sie das. Denken Sie dran, es sind nur noch 3 Neger da. Na und Sie? Ich komme schon durch, verlassen Sie sich drauf. Außerdem habe ich ja meinen Revolver wieder. Ja, richtig, der Revolver. Wiedergefunden, wann Sie ihn haben. Geben Sie doch zu, dass Sie ihn die ganze Zeit über bei sich hatten. Das ist immer dieselbe Geschichte. Mehr als ein Gedanke hat in Ihrem Kopf wohl nicht Platz, wie? Ich werde jetzt noch einmal die Insel durchsuchen, Lombard, und dazu geben Sie mir Ihren Revolver. Ich denke nicht daran. Das bestärkt mich in meinem Verdacht. Dass ich der unbekannte Mr. Kant bin, stimmt's? Ich wage nicht zu widersprechen. Denken Sie, was Sie wollen, aber ich warne Sie. Moment! Was ist denn? Ich hab's. Armstrong ist nicht tot. Lesen Sie auch den Fürst, der in der Reihe war. 4 kleine Negerlein kamen am Strand vorbei. Ein Nixlein sah sie lockend an, da waren es nur noch 3. Fällt Ihnen nichts dran auf? Ein Nixlein. Was ist denn das? Ein Nichts. Nichts, gar nichts. Das ist Armstrongs angeblicher Selbstmord. Er ist überhaupt nicht tot. Darauf wäre ich nicht gekommen. Der Mann ist eben verrückt. Also ist alles verrückt, was er macht. Alles muss genauso ablaufen, wie es da steht. Sir Lawrence hat er als Gerichtspräsidenten ausstaffiert, Rogers mit der Axt getötet, bei Miss Brent eine Spritze benutzt, um den Wespenstich vorzutäuschen. 3 kleine Negerlein, die liebten die Jägerei. Das eine fraß ein wilder Bär, da waren es nur noch 2. Damit wird es aber schwer halten. Auf der Insel gibt's keine Bären. Wie wär's denn mit dem Bier, Lambert? Ihre Lust am Fressen und Saufen wird Sie noch mal ruinieren, Bloor. Was ist das? Ein Boot! Ein Boot! Ein Boot! Erwischt. Eine Falle. Eine ganz primitive Falle. Ein Draht vor der Türschwelle, der oben mit einer schweren Last verbunden war. Zerquetscht, Schädel eingeschlagen. Es war der große Bär aus Bronze an der Hauswand, der die Glocke für den Landungssteg hielt. Also wirklich ein Bär. Und jetzt sind es nur noch 2. Wir müssen verdammt vorsichtig sein.
Das hat doch alles keinen Zweck. Wir kommen hier niemals mehr raus. Ja, nicht die Nerven verlieren. Wir müssen uns überzeugen, ob wenigstens die Bootssirene echt war. Sei vorsichtig, Philipp. Bitte. Ich heiße doch nicht Blore. Etwas angeschwemmt worden. Was? Armstrong. Dann ist also niemand auf der Insel, außer uns beiden. Ja. Jetzt wissen wir, woran wir sind. Jetzt wissen wir's. Hübscher Trick, das mit dem Draht. Saubere Arbeit. Der alte Wargriff wusste, wie gefährlich du bist. Dann hast du also damals doch den kleinen Jungen ertränkt. Ich habe es nicht getan. Das Kind ist damals beim Baden verunglückt, aber ein anderer war schuld. Wer? Robert, ein Verwandter von Peter. Er war mein Freund. Es wird ja immer interessanter. Peter war sein Neffe. Robert hätte den Familienbesitz geerbt, wenn Peter nicht gewesen wäre. Wir waren zu dritt am Strand. Ich musste ins Hotel zurück, weil ich etwas vergessen hatte. Als ich zurückkam, sah ich, dass Peter zu weit rausgeschwommen war. Ich wollte ihm nachschwimmen, aber Robert hielt mich fest. Ja, weiter, weiter. Das ist wirklich sehr interessant. Ich stieß ihn zurück. Ich biss und kratzte, bis er mich endlich losließ. Dann schwamm ich Peter nach, aber er war untergegangen, bevor ich ihn erreichte. Und später bei der Vernehmung ging alles gut. Man lobte dich als beherztes kleines Mädchen und du verschwiegst, was Robert mit der Sache zu tun hatte. Keiner hätte mir geglaubt. Eine nette Geschichte, die du mir da servierst. Der Roboter hat dich wohl im Stich gelassen, wie? Glaubst du, ich hätte ihn wiedersehen wollen? Du bist wirklich eine erstklassige Lügnerin, Vera. Ich sag die Wahrheit. Und wer hat Blore die Falle gestellt? Ich nicht. Und Armstrong war tot. Ich habe keinen Mord auf dem Gewissen. Ach nein, und die Eingeborenen, die du hast im Busch krepieren lassen? Einmal in meinem Leben habe ich den Helden gespielt. Ich habe mein Leben riskiert, um die Kerls zu retten. Ich gab ihm mein Gewehr, meine Munition und alles, was an Verpflegung da war und versuchte, mich allein durch den Busch zurückzuschlagen und die Station zu alarmieren. Ich hatte Glück und kam auch durch, aber die Hilfe kam zu spät und nachher hieß es dann, ich hätte meine Leute im Stich gelassen. So, jetzt weißt du's. Warum hast du denn gestern alles zugegeben und dich für schuldig erklärt? Ich war neugierig, was ihr für Gesichter machen würdet. Auf so eine plumpe Lüge falle ich nicht rein, du Mörder! Ich lass mich nicht länger von dir zum Narren halten, du. Du hinterlistiger, kleiner Satan, du. Ein Schritt und ich schieße. Jung bist du, schön bist du und so vollkommen verrückt bist du. Alles geht in Erfüllung. Mein Plan mit den 10 kleinen Negerlein. Haben Sie keine Angst, meine Liebe. Sie stehen hier vor Gericht. Sie werden Gerechtigkeit finden. Aber Sie denken, ich wäre ein Gespenst. Vergessen Sie nicht, dass Armstrong es war, der Ihnen sagte, ich sei tot. Das war der beste Kniff. Ich hatte mich heimlich mit ihm verabredet. Wir wollten dem Mörder eine Falle stellen. Armstrong sollte mich für tot erklären, damit wir ungestört nach dem Schuldigen suchen konnten. Und beim Felsen haben wir es dann getroffen. Nach meinem Tode. Armstrong war begeistert von der Idee. Er war ganz ohne Argwohn. Ich stieß ihn hinunter, das war ganz leicht. Sie wissen ja, Vera Cleason. Es war mein Beruf, Leben zu vernichten. Verbrecherisches Leben.
Ich habe es genossen. Ich hatte meine Lust daran, die Schuldigen zum Tode zu verurteilen. Ich hatte meine Freude dran. Aber ich bin Richter des obersten Gerichtshofes. Zwischen dem großen Weltengott und dem Gefangenen auf der Anklagebank, da stehe ich. Um der Gerechtigkeit willen. Ihr alle wart schuldig, alle. Das wisst ihr ganz genau. Aber das Gesetz konnte euch nicht fassen. Darum muss ich Gerechtigkeit üben und das Urteil vollstrecken. Ihr beiden war die Letzten. Die Frage war nur, wer würde übrig bleiben? Angeklagte, was haben Sie hervorzubringen, bevor das Urteil über Sie gesprochen wird? Vera, Elisabeth Gleason, ich verurteile Sie zum Tode. Ich bin unschuldig. Das sagen alle. Ich schwöre, dass ich unschuldig bin. Ich kann doch meine schönen Ferse nicht verderben. Meine 10 kleine Nägelein, Sie wissen doch. Ein kleines Nägelein blieb ganz allein und Kraus war beim Strick und hängte sich. Ich muss mein Hinten haben. Mein Hinten. Philipp. Ist gut, mein Liebling. Ist alles gut. Aber ich hab doch auf dich geschossen. Ja. Du hast auf mich geschossen. Aber du hast mich nicht getroffen. Ich werd verrückt. Ich kann nicht mehr. Du, Vera, das Gedicht von den 10 kleinen Negerlein, es hat noch einen anderen Schluss. Ein kleines Negerlein, das wusst nicht aus noch ein, der Jäger mit der Schlinge kam und fing das Negerlein.